Das hier ist nämlich super schnell, auch elektrisch. Glaube ich zumindest, ja, hört sich so an. Okay, jetzt habe ich wirklich blöd gebremst, aber es hat halt auch eine gute Bremsung eigentlich. Also man kommt recht schnell damit zum Stehen und das braucht es halt auch bei dieser Geschwindigkeit. Wie man sieht, kann ich nämlich so dann auch wenigstens sicher in die Kurven kommen. Ja. Wie schön die Sonne, sagte er und setzte die VR-Brille auf. Aber so ist es halt jetzt, ne? Bei dem Rennen hier muss man übrigens nicht in den Boxenstopp, von daher, wenn man erstmal auf dem ersten Platz ist, dann ist man da auch recht safe. So grundsätzlich überlege ich ja echt noch, ob ich auch vielleicht auf diesem Twitch-Kanal auch andere Genres von Spiele doch nochmal auch spielen könnte. Also nicht nur Rennspiele, sondern vielleicht auch doch nochmal irgendwas anderes. Harry Potter bin ich aber mittendrin auch noch. Habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, wo ich die Story noch nicht beendet habe. Da könnte ich auch weitermachen. Genauso God of War habe ich auch Ragnarök, meine ich damit, God of War Ragnarök, das habe ich auch noch nicht fertig gespielt, das geht nämlich ewig lang und ja, obwohl die Story und alles mega, mega gut ist, verliere ich da manchmal so ein bisschen die Motivation da weiterzumachen oder irgendwie bin ich dann so raus, da habe ich irgendwie dann, da denke ich mir so, hm? Jetzt kann es auch zu Ende sein, auch wenn die Story so gut ist. Aber es zieht, ja, es zieht sich dann an manchen Stellen so ein bisschen. Aber ja, es macht trotzdem mega Spaß. Und ja. Und was ich auch auf meiner Liste habe, was ich mir irgendwann auch noch anschaffen will, wahrscheinlich, ist das neue Star Wars Spiel. Kann man ja aktuell vorbestellen. Da habe ich den ersten Teil halt auch gespielt und der hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich mir den zweiten Teil auch kaufen werde. Steht halt noch in den Sternen, ob ich das direkt am Anfang machen werde oder irgendwann dann mal, wenn der vielleicht auch im Sale ist oder so. Also ist jetzt kein Muss, dass der in den Sale kommt dafür, aber ich brauche es ja auch nicht kaufen, wenn ich es dann eh nicht direkt gleich spiele, dann kann ich auch warten noch. Vielleicht kann ich sogar ein VR-Spiel mal, also nicht jetzt hier das hier, sondern so ein richtiges. So ein richtiges im Sinne von, wo man nicht nur sitzt, sondern irgendwie auch und lenkt, sondern auch irgendwie wirklich interagiert. Da habe ich nämlich auch eins auf meiner Liste, das noch nicht rausgekommen ist, was aber rauskommen wird.
wo ich mega Lust drauf habe, was ich mir definitiv sofort kaufen werde. Und das ist Hubris. Und vielleicht kann ich das ja auch streamen hier. Ich weiß noch nicht, ich glaube, bei sowas weiß ich halt nicht, ob ich das mit Kamera machen kann, weil im Endeffekt stehe ich da ja und bewege mich und vielleicht laufe ich dann auch mal aus dem Bild oder so und merke das gar nicht. Ja, das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Das kann ich ja auch mit nur Mikrofon machen. Und nicht wundern, nein, da brauche ich dann auch nicht dieses Mikrofon hierfür, sondern die VR-Brille hat ja eigentlich auch ein eigenes Mikrofon integriert und es funktioniert auch ganz gut, glaube ich. Es hat auch eine nicht allzu schlechte Qualität, von daher könnte das auch gut funktionieren. Das wäre eine Überlegung auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren. Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie cool, wenn man so dann wirklich in so einer Welt ist, wo man richtig alles Mögliche machen kann und das dann noch irgendwie live streamt, ist halt nur was anderes. Aber ja, also ich meine hier mit den Rennen, das mache ich jetzt ja auch wirklich hier mit Twitch, weil ich halt auch denke, es ist halt auch von Vorteil, wenn man so eine Nische hat und genau weiß, die Leute wissen auch, was sie erwartet, wenn sie halt auf diesen Kanal kommen. Und deswegen wollte ich jetzt eigentlich schon hier auf dem Kanal hauptsächlich Rennsimulationen fahren oder kann auch Arcade sein, aber auf jeden Fall Rennen halt. Ja. Weil das soll halt hier so das Hauptding sein, denke ich mal, auf diesem Kanal. Der ein oder andere wird es vielleicht auch schon noch wissen, dass ich auf YouTube habe ich ja auch einen Kanal, der ist auch hier verlinkt, safe in meinen Infos, wo ich Let's Play Videos gemacht habe. Da habe ich ganz frisch angefangen gehabt und hatte als erstes Little Nightmares gespielt und das hat sich dafür halt sehr gut angeboten, weil das so ein Spiel ist, wo man ja, ich weiß nicht, es ist halt so ein bisschen, es hat schon irgendwie eine Story und ist aber halt gleichzeitig auch irgendwie, es ist fast schon so Minigame-mäßig, aber gleichzeitig halt auch nicht, also gleichzeitig ist es halt auch ein kniffliges, ja, weiß nicht, was das genau für ein Genre ist. Es ist schon so ein bisschen Jump-and-Run-mäßig, aber dadurch, dass es halt so spontan geht, das zu spielen und man dann nicht immer erst so richtig reinkommen muss oder wieder raus oder dass man vor allem, glaube ich, nicht, wenn man irgendwann einschaltet, dann gar nicht versteht, was abgeht, sondern man kann einfach zugucken und es kann, macht keinen Unterschied so richtig, ob man halt von Anfang an zugeguckt hat oder nicht. Und das hat sich halt wirklich super angeboten und es ging auch nicht so lange. Und die Folgen konnte ich dann irgendwie auch irgendwie um die 20 Minuten jeweils oder so machen. Das war halt einfach optimal. Und danach habe ich mir so gedacht, jetzt will ich doch mal was Richtiges spielen, was ich eigentlich so gerne spiele an sich. Story Games, Action Adventure mäßig. Und dann habe ich mich an Batman Arkham Knight gewagt, weil ich dieses Spiel auch wirklich sehr, sehr gerne mag. Aber habe dann auch irgendwann festgestellt, nach einigen Folgen, die ich auch schon viel länger gemacht habe, ich wusste, das Spiel geht halt wesentlich länger. Die Folgen auch, glaube ich, irgendwie 40 Minuten oder so gemacht. Und es nahm und nahm einfach kein Ende, dieses Spiel. Also so, ich habe irgendwann, es ist halt auch ein Open-World-mäßiges Spiel und man kann halt in jede Richtung gehen, so nach dem Motto, und kann halt irgendwie diese Mission machen, jene Mission machen. Und das sind aber auch irgendwie so Missionen, da habe ich mir gedacht, wenn man dann irgendwann zuschaltet, irgendwas nicht gesehen hat, dann wieder einschaltet. Also irgendwie, ich fand das anstrengend, dann so zu streamen, weil es ist, also so Folge für Folge daraus zu machen und das zu so einem Ende zu führen, weil es hat irgendwie nie ein wirkliches Ende, so gefühlt. Es geht immer weiter, es kommt immer irgendwas anderes dazu, ist dann hängt man an irgendeiner Mission richtig lange fest und kommt nicht weiter. An der anderen, die schafft man wieder easy. Dann ist wieder was Storymäßiges drin, dann ist wieder Nebenmissionen irgendwie drin. Und dann irgendwann, nach einigen Folgen, habe ich so gedacht, ich weiß nicht, ob ich schaffe, dieses Spiel fertig zu spielen. Und es hat mich dann auch so genervt, dass ich das nicht zum Abschluss so bringen kann, weil ich wollte wirklich einfach
auf YouTube, so gerade als, ich meine, gerade als zweites Spiel, was man halt so streamen wollte ich jetzt nicht, oder Let's Play Videos dazu machen wollte ich jetzt nicht, irgendwas, was so kein Ende hat, sondern ich wollte was, was wieder irgendwie eine gewisse Folgenanzahl hat und dann auch abgeschlossen ist, und es hat einfach mit diesem Spiel nicht funktioniert. Deswegen habe ich das dann nicht mehr weitergemacht, eine Weile, und habe immer mir so gedacht, ich muss es irgendwann noch weitermachen, weil auch wirklich da Leute kommentiert hatten, spielst du irgendwann auch mal weiter so. Und ich wollte es ja auch wirklich weiterspielen. Dann war der Sommer, war der Winter auch rum, und im Sommer spiele ich echt nicht so viel Games. Und dann wollte ich jetzt da nicht noch so viele Let's Plays im Sommer aufnehmen dazu. Und dann war einfach so viel Zeit vergangen. Ich bin rausgekommen, hab den Anschluss nicht gefunden, hab mir das Spiel dann auf Steam Deck, also auf Steam für Steam Deck gekauft, weil ich das Spiel ja, wie gesagt, eigentlich sehr gerne mochte, und es hat sich halt angeboten, weil es auch im Sale war, bla bla bla. Und dann habe ich das von vorne nochmal gespielt, bis ich an der Stelle war, wo ich auch die Let's Play Videos gemacht hatte auf YouTube, und habe dann so gedacht, okay, ich schau mal, wie das jetzt hier so weitergeht, und entscheide dann, ob ich noch weiter Let's Plays dazu auch nochmal mache. Und ich muss euch sagen, als ich fertig war mit diesem Spiel, habe ich mir gesagt, nie im Leben hätte ich das fertig machen können auf YouTube. Das ist so lange gegangen, dieses Spiel. Und es war an manchen Stellen so schwer auch, dass ich da eine Mission auch so von Riddlers Mission immer und immer und immer wieder machen musste, bis man die dann geschafft hat. Und ich habe mir, also diese Aufnahmen, ich beschneide die ja nicht hinterher noch. Also das waren ja so Aufnahmen, die direkt über die PlayStation, die ich dann direkt hochgeladen habe. Wenn ich da irgendeine Mission 50, also übertrieben 50 Mal, aber halt irgendwie 15 Mal mache, so eine Autorennmission da, dann, die halt wirklich super knifflig war, dann schalten die Leute, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da Bock hat, irgendwie dann auch so zuzugucken irgendwie noch. Und ja, deswegen habe ich mir dann gedacht, es hat einfach keinen Sinn gemacht, dieses Spiel fertig zu machen. Und es ist halt ein bisschen doof, dass es leider dann nicht zum Ende gekommen ist. Man weiß nie, vielleicht werde ich irgendwann das, aber es, ich habe da halt auch das Interesse dran verloren. Ich habe die Story ja jetzt abgeschlossen so. Und ja, das war nichts. Das war ein Satz mit X so ein bisschen. Und ja, es war halt nicht der richtige Zeitpunkt, dass ich mit Let's Plays angefangen habe, weil davor habe ich Spiele gespielt, die waren einfach 1A, top-notch, so, die müsste ich eigentlich, sowas müsste ich als Let's Plays machen, sowas wie eben The Last of Us 1 und 2, die sind einfach Wahnsinn. Und ja, das hat richtig Story und das packt einen so, und dann ist man auch dabei, und das eignet sich einfach super als Let's Plays, oder auch so Tomb Raider Games vielleicht, das liebe ich ja. Und ja, aber da ist jetzt halt einfach nichts draußen. Die habe ich auch alle schon gespielt gehabt, bevor ich angefangen habe mit den Let's Plays. Deswegen mal sehen, vielleicht fange ich da irgendwann mal an, wenn ein Spiel neu rauskommt, wirklich so ein Let's Play wieder von vorne zu machen. Und hoffe dann, dass es dann wirklich auch von 1 bis wie auch immer, welche Folge auch immer, einen Abschluss findet. Und dann ist auch gut. Ja. Und deswegen sind es jetzt halt fürs erste Mal hier so Rennspiele, weil die kann man immer spielen und kann man immer zuschalten, abschalten, kann sich über alles Mögliche unterhalten dabei, und ja, gut ist, da macht man keinen Fehler so in dem Sinne mit.